Hallo Eintrachtler, mein Name ist Anton und ich bin Head Coach der Cheerleading-Abteilung. Was wir heute machen werden, wir werden heute ein Cardio-Workout machen, um euch wirklich zum Schwitzen zu bringen. Und dementsprechend macht ihr euch bitte daheim ein bisschen Platz, dass ihr nichts umschmeißt und dann kann es auch schon direkt losgehen. Wir machen zuerst ein bisschen Dehnübungen und dann von den Dehnübungen geht es dann eigentlich ins Workout, okay? Bitte achtet drauf, wenn ihr mein Cardio-Workout macht, dass ihr nur so viel macht, wie ihr könnt. Okay, macht nicht zu viel, ich möchte nicht, dass ihr euch verletzt oder sonst irgendwas. Bitte nur so viel, wie ihr könnt. Okay, bleibt sicher und habt viel Spaß. Also, wir fangen an. Wir gehen mit den Beinen ein bisschen auseinander, nehmen die Arme nach oben und wollen jetzt von hier nach vorne runter gehen und so weit wie möglich zum Boden runter. Okay? Wichtig hier ist, dass wir die Beine durchgestreckt lassen und die Handflächen so weit wie möglich auf den Boden bringen. Dann wollen wir hier auf die rechte Seite. Ziehen uns hier auch noch mal ran. Und wir gehen rüber zur linken Seite. Dann gehen wir noch mal zur Mitte. Und wir rollen uns langsam nach oben. Aufrollen, sehr gut. Dann nehmen wir die Beine zusammen, machen im Prinzip das gleiche nochmal. Die Arme gehen nach oben, wir machen uns ganz groß und gehen vorne runter. Wir wollen so weit wie möglich auf die Bodenfläche. Achten darauf, dass unsere Beine durchgestreckt sind. Von hier rollen wir uns wieder nach oben. Sehr gut. Dann die Beine gehen wieder schulterbreit oder ein bisschen mehr als schulterbreit auseinander. Wir wollen unseren Kopf rollen. Die Richtung ist erstmal egal. Und wir gehen zur anderen Richtung. Und wir gucken nach oben. Wir gucken nach unten. Nochmal nach oben. Und nach unten. Sehr gut. Wir nehmen eine Hand, halten uns an der Seite vom Kopf fest und ziehen zur Seite. Und mit dem anderen Arm ziehen wir auf der Gegenseite runter. Wir wechseln die Seite. Sehr gut. So, wir kreisen unsere Schulter nach vorne. Schön kreisen, große Kreise machen, so groß wie es geht. Das gleiche machen wir dann auch rückwärts. Und wir machen große Armkreise nach vorne, ganz groß machen. Und das gleiche machen wir auch rückwärts. Sehr schön. Wir nehmen einen Arm, ziehen ihn gestreckt zu uns ran. Achten hier drauf, dass wir nicht hier unten hängen oder zu weit hier oben sind. Wir sind genau hier auf Schulterhöhe. So, und dann bleiben wir bei dem Arm, ziehen ihn jetzt hinter den Kopf und drücken mit der anderen Hand unseren Ellbogen runter. Gut, dann wechseln wir den Arm, ziehen den anderen Arm zu uns ran. Denken dran, wir wollen auf Schulterhöhe bleiben. Und ziehen den Arm jetzt auch hinter uns.
Genau, hier den Ellenbogen runterdrücken. Sehr gut. So, dann lockern wir mal die Arme aus. Sehr gut. Dann gehen wir mit dem Bein zusammen. Wir nehmen jetzt ein Bein, ziehen uns hinten an und achten darauf, dass die Knie zusammen sind. Wir können auch unsere Arme benutzen, um hier ein bisschen an unserem Gleichgewicht zu arbeiten. Wir ziehen das Bein nach vorne, ohne abzusetzen. Wechseln wir das Bein, finden unseren Stand, suchen uns einen Punkt auf dem Boden oder an der Wand, je nachdem wo. Und wir gehen wieder ohne Absetzen nach vorne. Und wir setzen ab. Sehr gut. Gut. So, das war eine kleine Dehnübungsstunde. So, wir gehen jetzt ins eigentliche Workout. Die Übungen, die wir machen, gehen jeweils 30 Sekunden und werden sie hintereinander jeweils machen und in verschiedenen kurzen Abschnitten. Ganz wichtig, alle Übungen, die wir jetzt machen, wenn es zu schwer ist, ist gar kein Problem. Man kann die Übung auch langsam machen. Einfach gucken, dass man hinterherkommt, so schnell wie es geht. Ansonsten passt das schon. Und ach so, eine Sache noch, wenn ihr daheim trinken müsst, ist gar kein Problem, einfach schnell was trinken gehen und dann direkt wieder in die Übung rein. Okay, so, dann fangen wir an. Also ich würde die Übung einfach machen und ihr springt einfach ein und guckt, dass sie mitkommt. So, wir fangen mit der ersten Übung an. Das sind Jumping Jacks und los. Hier wollen wir darauf achten, dass die Arme und Beine gestreckt sind. Den Rhythmus kriegen, auf die Atmung achten. 10 Sekunden haben wir noch. Und wir gehen tief in die Beine, klatschen zweimal in die Hände, tief in die Beine. Tief. Hier auch auf die Ausführung achten. Beine weit auseinander und tief in die Beine. Und eine noch und Knie hoch. Knie hoch. Benutzen hier auch unsere Arme. Und wir gehen in Pumping Jacks, nach oben. Schön nach oben drücken. Und zurück zu Jumping Jacks. Noch 5 Sekunden. Und Knie hoch.
Ja, haben wir gerade Übungstausch gemacht. Kein Problem. Noch 5. Und wir gehen tief in die Beine. Tief. Tief. Sekunden noch und Pumping Jacks nach oben. Und noch 5. Und locker lassen. Sehr gut. Das war die erste Runde. Puh, ich bin auch aus der Puste. Sehr gut. Gut. 3 Sekunden Pause. Jetzt haben wir nur noch 15. Und dann geht schon ins nächste. Hui. Wer was trinken möchte, kann das gerne machen. Mein Trinken steht zu weit weg. Also ich kann jetzt nicht rausrennen. Also ist aber gar kein Problem. So. Nächste Übung. Wir wollen zur Seite. Das ist ein bisschen kompliziert. Wir wollen hier mit dem Knie hoch, inneres Knie, außeres Knie und zur Seite. Hoch, hoch, andere Seite. Hoch, hoch, andere Seite. Wechsel. Nochmal Wechsel. 10 Sekunden haben wir noch. Und wir gehen die Beine. Und hier runter. Aufstehen, in die Beine und hier runter. Aufstehen, in die Beine und hier runter. Tief. Aufstehen. Und hoch. 10 Sekunden noch. Und hoch. Und wir bleiben hier oben. Gehen tief in die Beine und wollen nach vorne. Tief und nach vorne. Schön nach vorne treten. Und hoch. Und hoch. So wie es geht. Noch 5. Oh, wir machen den Running Man. Puh, ich schwitze schon. Sag ich mal alles richtig. Und weiter. Und wir gehen zurück zum Sidestep. Hoch, hoch, andere Seite. Wechsel. Schön die Knie mit hochnehmen. Puh. 10 Sekunden noch. Und wir gehen wieder runter. Tief und hoch. Tief und hoch. Noch 10. Und die gehen hier hin, in die Beine, Kick.
Beine und Kick. Oh, meine Beine brennen. Noch 10 Sekunden. Hoppala. Und zurück zu Running Man. Wow. Schön darauf achten, dass wir auf den Fußspitzen bleiben. Noch 10. Und Pause. Okay, ich schwitze. Ich schwitze auch. Ja, sehr lieb. Ich krieg Wasser zugeworfen. Wasser ist gut für den Körper, wisst ihr. So. Das sah super sportlich aus. Okay, wir machen weiter mit Mountain Climbers. Gehen in die Plank Position, Knie hochziehen. Knie so weit wie möglich nach vorne ziehen, den Bauch festmachen. Und wir bleiben im Plank. Schön halten. Schulter, Po und Fersen sind in einer Linie. Ich puste, ich atme sehr hart. Ich hoffe, ihr daheim auch. Sonst fühle ich mich schlecht. Stehen auf, gehen hier, Beine weit auseinander und jetzt nur zur Seite. Nur zur Seite, von Knie zu Knie. Beine durchstrecken jeweils, wenn ihr zur Seite geht. Das andere ist angewinkelt. Und wir halten hier unten. Wir nennen das Squat. Ja, kennt es egal, man kann sie vorne halten, unten hängen lassen, nach hinten, aber nicht aussetzen, das Geschummel. Hui, mein Kopf ist super nass. Meine Beine zusammen schon, auf geht's. Und zurück, Mountain Climbers. Wow! Vier, zwei, eins und halten. Und wir kommen nach oben. Squat und wieder zur Seite. Tief einatmen. Ausatmen. Und wir gehen in den Squat. Beine runter. Auseinander und halten. Puh.
Brennt, brennt. 10 Sekunden haben wir noch. Und auslockern. Gut. Wow. Ich bin super aus der Puste. Mein Kopf schwitzt. Ich wette, man kann sich drin selber sehen. Weil, ob ihr das, seht ihr das? Nein? Okay. So, dann trinke ich noch mal was. Wir dehnen uns noch aus. Und dann sind wir auch hier fertig. Einen Moment. Kurz hier die Zeit stoppen. Okay. Wir dürfen uns hinsetzen. So, die Beine gehen hier nach vorne. Arme gehen nach oben. Und wir gehen nach vorne runter. Zweit wirklich nach vorne. Ziehen uns runter. Wer kann, an die Fußspitzen. Ansonsten Fußgelenke oder Knie, soweit man nach vorne gehen kann. Gut, wir ziehen ein Bein nach innen, die Innenseite und gehen genauso wie eben immer nach vorne runter. Schön nach unten ziehen. Hui. Und das angewinkelte Bein, angezogene Bein, ziehen wir jetzt rüber und drehen jetzt unseren Oberkörper in die jeweils gegengesetzte Richtung. Okay, jetzt sollte man anfangen, wieder normal atmen zu können. Sehr gut. Dann wechseln wir das Bein. Wir gehen mit dem einen Bein auf die Innenseite und gehen wieder nach vorne runter. Wir wechseln, Bein rüberziehen, Oberkörper in die entgegengesetzte Richtung drehen. Ui, das ist geknackt. Jetzt geht es mir wieder besser. Sehr gut, dann stehen wir nochmal auf, Boden ist nass, super, passt, alles richtig gemacht. So, Beine nochmal auseinander, wir gehen hier runter, wollen jetzt unsere Ellenbogen hier auf die Oberschenkel auflegen, Rücken ist gerade und wir drücken den Po runter und die Beine auseinander. Jetzt hier gucken, dass man normale Atmung wieder bekommt, tief einatmen und ausatmen. Dann die Hände auf den Boden und die Beine nochmal durchstrecken. Und wir rollen uns langsam nach oben. Und dann machen wir das nochmal. Wir gehen in die Beine, Ellbogen aussetzen, Rücken ist gerade, Beine nach außen drücken. Wir setzen die Hände auf den Boden, strecken die Beine durch.
Und rollen uns langsam oben. Sehr gut. Beine auslockern. Arme auslockern. Okay. Ich schwitze total. Das war das Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet mitteilen. Wenn nicht, ihr kommt dazu, das Video einfach öfter angucken. Ihr könnt die Übungen beliebt wiederholen, so oft wie ihr wollt. Da gibt es keine Grenzen. Hauptsache, ihr werdet fit und Hauptsache, ihr habt was zu tun. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und Anton ist out. Peace. Gar nicht mehr.